Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zu unserem weiteren Guide, und zwar die Geheimkarte Polarmammut. Die bekommt ihr, wenn ihr in Tsushima die Prozente erreicht habt von mindestens 60. Damit könnt ihr die Karte euch auslösen und mit der Karte könnt ihr dann wieder in die See stechen und schauen, wo es das nette Geheimnis zu finden ist. Wir sehen es hier wieder, das ist unsere Karte. Das heißt, wir werden jetzt erstmal zum Meer gehen, segelbereit machen. Und dann schauen wir mal, wo es ist. Aber ich glaube, das ist sogar in der Nähe von unserem Kontinent, weil der Eingang sieht sehr stark nach Sephora aus. Ne? Erstmal reparieren natürlich, Segel setzen. Und ich glaube, dass das da hinten sein wird. Gehen wir mal auf die Karte, vergleichen das doch mal. Ja, ihr seht, das ist da. Okay, alles klar. Also schubbern wir mal da hoch. Sehen wir ja weiter. Ich hoffe, ihr habt immer noch Spaß mit Lost Ark. Also ich habe es immer ab und zu, gucke ich noch rein. Ich spiele auch aktiver ein bisschen auf meinem anderen Server. Aber für die Videos gehe ich immer auf meinen Dual-Server, wo ich halt dann wirklich die ganzen Quests und so mache und die Geheimnisse. Wenn ihr Fragen habt zu den Klassen, wie gesagt, könnt ihr mir auch gerne welche stellen. Ich kenne mich relativ gut aus, auch wenn ich nicht so viele Guides darüber habe. Aber die sollten ja eigentlich mal kommen. Aber ich habe einfach so viel zu tun momentan. Deswegen bitte ich ein bisschen um Verständnis. Gell? So, also muss jetzt da hoch und das muss hier oben sein. Muss sein, dass das da in der Kugel ist. Also ich schätze, dass es hier in der kleinen Kugel sein wird. Gehen wir mal da runter. Weil hier sieht das nämlich schon nach Mammuts aus und Gerippe und so. Ich glaube, das ist es doch. Also, genau hier an dem Punkt ist es. So, zudem haben wir noch den Auftrag bekommen. Entdeckt das gefrorene Mammut. Den Erfolg gefrierfach lagern haben wir dadurch bekommen. Bekommen Kader XP. Und somit bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video.